Da könnte man noch einmal zurückkommen auf die antike Welt, auf die Neu- oder sagen wir auf die neutestamentliche Erzählung von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Und ein Sohn sagte, bitte zahl mir das Erbe aus, ich fahre in die Ferne. Und dann vergeudet er das ganze Geld und kommt zurück mit nichts. Und so ähnlich ist es auch in der Steiermark mit Ausbildung. Bis 30 Jahren oder 35 Jahren werden die klügsten, intelligentesten, gesundesten Geschöpfe da missbraucht. Und dann kommen sie mit einer absoluten Mörderschelle zurück, aber mit keinem Geld. Und wenn einer von diesen Trotzbirnen dann doch zu etwas kommt, dann im Ausland, dann ist er nicht mehr da, dann kehrt er nicht mehr zurück. Das heißt, ein Vater, der mehrere Jungs hat und die aussendet und in den Dienst stellt, der möchte, dass wenn sie nach 20 Jahren zurückkommen, etwas von den Gütern der Erde, die produziert werden, zurückbringen und nicht völlig leer, ausgerottet und mit einem Mörderschell, mit einem brutalen, unsolidarischen Hirnkopf, mit einem Brunzschell, mit einem ausgelaugten österreichischen Mörderkrüppelkopf wieder daherkommen und die Behinderten ausnützen wollen. Das geht ja nicht. Das heißt, wenn man einen verlorenen Sohn hat, dann geht's ja noch. Aber wenn man alles verlorene Köpfe in einer Nation hat, angeschissene, dann geht's nicht.